Gerade in Tagen, wo es kälter wird, wo die Winterzeit, wo die Tage nicht so lang sind. Und vor allem in dieser heiligen Adventszeit ist es wichtig, dass wir unsere Augen, Ohren und Herzen öffnen für die, die es nicht so einfach haben. Denn am meisten leiden die Kinder darunter. Und der heilige Nikolaus ist eine Leuchtfigur, eine Lichtfigur unserer Geschichte, der aufzeigt, dass es erst recht da müssen wir nicht nur hinschauen, wir müssen auch mit Taten sprechen. Deswegen bin auch ich sehr gerne und stolze Paten des heiligen Nikolauses und wünsche frohe Weihnachten. Und hier sieht man auch, dass Kinder die Ersten sind, die voller Tatendrang sind, wenn es darum geht, sich einzusetzen für andere. Deswegen möchte ich Danke sagen an das Jugendchor am Erfurt Dom.